Mein Name ist Martin Wölker und ich bin Logistiker. Willkommen zu Martins wahrer Logistik Prolog. In der grünen Reihe haben wir über Puffer nachgedacht. Da habe ich dann eine optimierte Schaltung hier entworfen und ich habe die Fabrik jetzt ein bisschen anders aufgebaut. Hier unten, hier ist nicht so schön, das ist wieder so eine Spaghetti-Lösung. Hier haben wir unten wieder unser Zentrallager und die Forschungseinrichtungen. Hatte ich ja letztes Mal über mehrere Stufen versorgt. Das ist eine sogenannte Sushi-Build-Lösung. Und man nutzt aus, dass eben hier die einzelnen Maschinen auch die richtigen Sachen runternehmen. Ich muss nur dafür sorgen, dass alles auf dem Band drauf ist. Gut, forschen wir. Schneller forschen. Habe ich noch nicht gemacht. Wozu auch? Gut. Und los geht's. Beobachten wir jetzt einfach und lassen es einfach laufen. Immer wenn eine Forschungseinrichtung was runternimmt, wird einfach passend nachgelegt. Wir sehen, hier habe ich ein bisschen nachgeholfen. Ich lege die Platten direkt hier rein. Das ist nicht optimal. Das heißt, wenn wir gleich im Tutorial anfangen, werden wir das natürlich dann etwas geschickter noch aufbauen. So, Forschung erledigt. Für meine Demonstrationssachen muss ich ja Materialien haben. Ich mache jetzt einfach mal Folgendes. Ich sammle alles ein. Habe ich vorprogrammiert, dass das funktioniert. Förderer werden angehalten hier. Und hier alles einsammeln in die Kiste. Und gut ist. So, gleich sind die letzten Teile eingesammelt worden. Und dann gucken wir mal rein, wie die Bestände wirklich sind. Ne? Denn der Unterschied ist, wir haben vorher gebucht, war rein und raus und jetzt haben wir einen wirklichen Inventurbestand. Und was sehen wir hier? Kupfer scheint nicht ganz zu stimmen, Zahnräder sind auch viel zu wenige da. Das ist so einigermaßen in Ordnung. Zwei, drei liegen hier noch rum bei den Fläschchen, also Forschungspaketen. Ja, da stimmt gar nichts. Sehen wir das? Gelb ist in Ordnung, lila ist in Ordnung, die anderen beiden sind viel zu wenig. Das heißt, wir müssen uns damit beschäftigen und wir lernen daraus, Inventur ist eine wichtige Sache. Also, alle Forschungspakete eingesammelt, rüber in die Tutorial Area. So, klack, 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 klack. Dann muss ich das andere Zeug auch noch alles. So, dann haben wir jetzt alles in den richtigen Kisten, alle Materialien sind da und dann werden wir im Tutorial mal drüber nachdenken, wie man eine Sushi-Belt-Lösung wirklich clever aufbaut. Das war's.